Herzlich willkommen, meine Damen, Herren und Menschen, die keine Milch trinken. Es ist Sonntag, 18 Uhr. Und heute werden wir uns mit dem Unge-Drama beschäftigen. Nachdem nun über Dutzende Influencer, YouTuber und Twitch-Streamer ausgepackt wurde, ist nur noch Unge dran. Und gegen Unge gibt es nun echt heftige Vorwürfe. Das Krasse an diesen Vorwürfen ist, dass sie vergleichbar sind mit den Vorwürfen gegen Annie Didak. Es geht um Tierquälerei, bissenhäusliche Gewalt, Narzissmus und Gaslighting. Die Vorwürfe kamen von der Ex von Unge und Bro, es hat nur noch gefehlt, dass sie sagt, ey, der hat ein Steak gegessen. Mit Barbecue-Soße. Ich werde euch heute über einiges aufklären und alles zusammenfassen. Und wer diese schnelle Arbeit schätzt, bitte ein Like und Abo dalassen. Danke. Um alles zu verstehen, müssen wir ein, zwei Wochen zurückgehen, denn da gab es aus dem Nix ein Statement von Unge auf Twitter. Und in diesem Statement klang es schon so, als würde er sich für irgendwas rechtfertigen, obwohl irgendwie, ja, so gut wie keiner was über ihn gesagt hat. Das haben so einige hinterfragt und nach dem Statement von der Ex von Unge ist jedem klar geworden, warum. Denn die Ex von Unge hat davon geredet, dass er schon davon wusste, dass was kommen wird und ich denke, er hat sich einfach darauf vorbereitet. Hier mal das Statement von Unge, was vor ein, zwei Wochen kam, kurz zusammengefasst, wo es halt nur um die Ex geht. Rachel. Sie soll beispielsweise laut ihm gesagt haben, dass er nicht genug sei, obwohl sie am Anfang der Beziehung genau einen Typen wie Unge wollte. Er beschrieb sich unter anderem als blind vor Liebe und hatte jetzt das Gefühl, dass sie nur mit ihm zusammen war, damit sie Geld und Fame bekam. Sie soll ihn außerdem ausgenutzt haben und über keinerlei Empathievermögen verfügen. Generell beschreibt er seine Beziehung zu Clara als ständiges Auf und Ab. Sie war die Emotionslose, er der wahrscheinlich zu Empathische, der einfach immer nur den Frieden wahren wollte. Zu körperlichen Auseinandersetzungen soll es aber zwischen den beiden nie gekommen sein. Nachdem er sich dann Anfang letzten Jahres von Clara trennte, ging es Unge wirklich sehr, sehr schlecht. Deshalb nahm er auch ein Jahr lang Pause von der Öffentlichkeit, streamte mit einem anderen Twitch-Kanal weiter. Jedoch wollte er sich dort nicht zeigen und deshalb haben viele davon gar nicht viel mitbekommen. In dieser Zeit war Clara übrigens immer noch in Unges Chat unterwegs und sogar als VIP gekennzeichnet. Das hat Unge gemacht, damit die Zuschauer wissen, okay, es herrscht noch Frieden zwischen den beiden. Zu handhabe ich leider häufig Dinge, weil ich versuche es jedem recht zu machen, aber leider mache ich es mir selbst damit absolut nicht recht und vernachlässige mich selbst in solchen Situationen. Und kleiner Spoiler, dieses Statement ist sehr, sehr schlecht gealtert. Denn die Ex von Unge hat etwas erzählt, was komplett wie das Gegenteil klingt. Ich werde euch nun die wichtigsten Stellen von dem Statement von der Ex von Unge zusammenfassen und dann zeigen, was auch Unge drauf geantwortet hat und Bro, es wird... Davor kommen wir aber nur ganz kurz zu dem Sponsor des heutigen Videos, der es möglich macht, dass ich immer so schnell wie möglich alles zusammenfassen und zeigen kann. Bevor es aber nun weitergeht, möchte ich euch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Wondershare Filmora 13! Wondershare Filmora ist ein sehr stabiles Videoschnittprogramm. Dazu ist es auch für jeden Creator geeignet. Heißt, wenn du ein TikToker bist, kannst du damit sehr schöne TikTok schneiden oder wenn du ein YouTuber bist, halt deine YouTube-Videos. Mit Wondershare Filmora habt ihr sehr viele Möglichkeiten, vor allem eure Arbeit zu erleichtern. Denn einer der besonderen Funktionen, die euch Wondershare Filmora bietet, sind zum Beispiel die KI-Funktionen. Wondershare Filmora ermöglicht euch zum Beispiel Text in Video umzuwandeln. Heißt, ihr tippt da ein, was ihr wollt und bekommt dann in Sekundenschnelle ein KI-generiertes Video. Außerdem gibt es eine sehr große Auswahl an Übergängen, Effekte, Filter. Ihr könnt dazu noch Lichtverhältnisse verändern, wenn zum Beispiel ihr zu dunkel aufgenommen habt. Ihr könnt dazu sogar in Wondershare Filmora automatische Untertitel erstellen lassen. Heißt, andere brauchen dafür 7 verschiedene Programme, aber bei Wondershare Filmora habt ihr alles in einem. Auch für Anfänger, die Wondershare Filmora nicht kennen, ist das Videoschnittprogramm sehr gut geeignet, da alles sehr simpel ist. Eine andere Funktion, mit der ihr euch auch von anderen sehr abheben könnt, ist zum Beispiel die Keyframing-Funktion. Mit dem ersten Link in der Beschreibung könnt ihr Wondershare Filmora kostenlos runterladen und dazu noch kostenlos testen. Und was auch noch sehr erwähnenswert ist, Wondershare Filmora nimmt an der Technologiemesse VivaTech in Paris teil. Deswegen gönnt Wondershare Filmora jedem neuen Benutzer nach der Anmeldung ein Geschenk. Lasst es nicht liegen und schnappt jetzt zu über den ersten Link in meiner Beschreibung oder über den Link in dem angepinnten Kommentar. An dieser Stelle danke nochmal an Wondershare Filmora fürs Sponsoren des heutigen Videos. Sie beginnt ihr Statement damit, dass sie davon erzählt, dass ein Unge, wie bereits erwähnt, ihr zuvorkommen wollte. Und das, indem Unge eine Woche davor schon irgendein Statement postet, wo er sie auch, ja, schon schlecht macht. Danach geht es darum, wie die sich kennengelernt haben und kurz und knapp, sie hat ihm geschrieben, er hat ihr geantwortet und dann wurde ein bisschen flirty flirty milchy milch gemacht. Ich würde gerne die Chatverläufe einblenden, die sie eingeblendet hat. Das Problem dabei ist aber, dass ein Unge schon versucht, das sperren zu lassen, bevor mein Video gesperrt wird. Was soll ich machen? Dass er aber anscheinend versucht, das sperren zu lassen, zeigt aber, dass wohl irgendwas Wahres da dran sein könnte. Und dazu finde ich diesen Versuch auch irgendwo einfach peinlich, wenn er das wirklich versucht hat, weil, Bro, das ganze Internet weiß eh schon, was gerade abgeht. So, es ändert jetzt auch nichts daran. Auf jeden Fall, es geht weiter damit, dass sie davon erzählt, dass sie nach ihrer Kennenlernphase zusammengekommen sind und Unge irgendwann immer wollte, dass sie halt zu ihm ziehen, nach Madeira. Sie wollte aber nicht direkt zu ihm ziehen, sie wollte sich erstmal mit ihm treffen, erstmal so persönlich richtig kennenlernen und dann irgendwann entscheiden, wann sie halt zu ihm zieht und wann nicht. Weil sie hat ja noch einen Job und das alles aufzugeben, wäre halt schon ein großer Schritt für sie. Dann geht sie auf den Vorwurf von Unge ein, wo Unge halt gesagt hat, ey, es hat sich herausgestellt, dass sie einfach nur Geld und Fame wollte. Und sie sagt dazu,
ey, guck mal, der hat mir die ganze Bilder von seinem Auto und sein Geld geschickt, heißt, es kam nicht mal so von mir irgendwas in diese Richtung. Sie erzählte dann davon, dass sie sich dazu entschieden hat, doch zu ihm zu ziehen, und dann meinte sie halt so, dass es halt nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hat. Also es soll wohl am Anfang gut gewesen sein, aber irgendwann wurde sie einfach für Zocken vernachlässigt. Für WoW! Ab da an wurde laut ihren Worten die Beziehung immer schwieriger. Irgendwie hat sie sich links liegen gelassen gefühlt. Auch Unge wurde immer komplizierter. Sie ging auf den Vorwurf ein, dass ein Unge gesagt hat, ey, sie hat zu mir gesagt, ich sei nicht mehr gut genug. Sie zeigte aber so einen Chat, wo Unge von selber aus meinte, ey, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Heißt, es soll anscheinend nicht stimmen, dass sie es ihm ins Gesicht gesagt hat, so wie Unge erzählt. Sie erzählt dann davon, dass es dann weiterhin einige Streitereien gab und einer der Gründe war zum Beispiel, dass er sie vernachlässigt hat. Und bei Streitereien soll sich Unge kindisch verhalten haben. Er hätte sie wohl immer angeschrien, wäre dann einfach in sein Room da gegangen, wo er zockt, und manchmal wäre er auch einfach in sein Bett gegangen und hätte geheult. Ich will nicht lachen, aber so, keine Ahnung. Und jetzt, meine Freunde, fängt es an, immer übler zu werden, denn sie erzählt davon, dass sein Unge auf ihre Kosten rassistische Witze gemacht hat, und die Witze sollen so ausgesehen haben. Also Unge und seine Freunde gehen essen und es kommen Freunde dazu, die sie vielleicht nicht kennen. Und dann sagt er halt zu denen so, ey, das ist meine Freundin. Wisst ihr, woher ich sie kenne? Wisst ihr, woher sie kommt? Dann sagen die, nee, woher denn? Thailand. Geshoppt. 20 Euro. Ey, das ist wirklich gar nicht lustig, ne? Aber diese Vorstellung, dass ein Unge, der immer so auf der größten Ehre war, sowas macht, Digga. Junge. Auf jeden Fall, sie wollte ihre Familie in Deutschland besuchen, aber Unge wollte das nicht, weil er hatte sowas gesagt wie, ey, ich würde doch auch nicht ohne dich irgendwo hinreisen. Und als sie dann gesagt hätte, ey, komm doch mit, hat er gesagt, nee, ich kann nicht nach Deutschland wegen meiner Sozialphobie. Heißt, sie durfte irgendwie ihre Eltern nicht besuchen. Und laut ihr wurde er immer empathieloser. Denn er hat zum Beispiel, obwohl er weiß, dass sie allergisch gegen Hunde ist, einfach den größten Hund, den er hatte, im Bett schlafen lassen. Und sie ist da so voll fast abgekackt so. Und er hat dann seelenruhig schön. Und nun, meine Freunde, geht es um die Tierquälerei und das lasse ich euch sie selber erzählen. Kommen wir zu dem Thema, wo mir meine Schwester meinen Kater gebracht hat. Ich werde jetzt nicht mal meinen Kater sagen, deshalb, er heißt Tiger. Ich habe ihn direkt damit gebrieft. Yo, er ist super scheu, er ist ängstlich, er ist schüchtern, er braucht Zeit, man muss sein Vertrauen sich einfach erarbeiten. Und das habe ich ihm wirklich erklärt und er sagte, ja, kein Problem, kriegen wir hin. Weil ich das ein bisschen bei ihm beobachtet habe mit den anderen Tieren, dass er einfach das Tier einfach so hochnimmt, habe ich ihm gesagt, du kannst das mit meinem Kater auf keinen Fall machen. Nimm ihn nicht hoch. Dann gab es aber einen Tag, wo ich mit der Schwester in der Stadt war. Und dann kriege ich auf einmal eine WhatsApp von Simon. Ja. Dein Kater hat mich gebissen. Ich wollte ein Display von der Wand hängen und Tiger saß mir im Weg. Hat er sich gedacht, ja, packe ich mal die Katze zur Seite. Und dann hat er ihn halt hochgenommen und einen Biss kassiert. Als Simon in den Container reingekommen ist, natürlich, mein Kater hatte Angst, hat sich versteckt erstmal und hat gefaucht. Man hat wirklich gemerkt, er faucht nicht aus Aggression, sondern aus Angst. Simons Reaktion war halt, er hat Tiger angeschrien. So laut, dass es mir schon in den Ohren wehtat, ihn mit seinen Schuhen beworfen, mit Möbeln beworfen, die Containertür aufgerissen, ihn rausgeschrien. Tiger, muss ich auch noch dazu wählen, ist keine Draußenkatze. Man hat einfach gemerkt, dass er sich persönlich von Tiger angegriffen gefühlt hat, wie schnell Simon ausgetickt ist, sobald Tiger ihn gesehen hat, ein Fauchen kam und sich versteckt hat. Versteckt vor Simon. Er hat auch einmal meinen Koffer auf ihn geschmissen. In seinem Statement sagt er ja, dass er Tiger nur rausgescheucht hätte. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen klar, dass ein bisschen mehr passiert ist als das. Und das nächste, was ihn aggressiv gemacht hat, ist, dass sich mein Kater, dass sich Tiger immer vor ihm versteckt hat, wenn Simon so eine Attacke hatte. Und dann hat er angefangen, seine Versteckmöglichkeiten aus dem Container zu stellen und das Bett unten zu verbarrikadieren, weil er nicht möchte, dass er sich vor ihm verstecken kann. Er hat mir auch Sachen an den Kopf geworfen, wie, ja, ich zahle dem hier alles, er soll mir dankbar sein und zum Dank faucht er mich an. Er versteht doch nicht, dass es dein Container ist. Er versteht doch nicht, dass du sein Katzenfutter bezahlst. Er versteht es doch nicht. Er sagte mir auch, wo er ihn einmal rausgescheucht hat, da war es auch ganz schlimm. Er darf so lange nicht wieder rein, bis sich Tiger von Simon reinholen lässt. Dann habe ich gesagt, das wird nie passieren. Der hat so große Angst vor dir. Der kommt dir nicht näher als 5 Meter. Er sagt, er steht an der Tür, holt Tiger rein und wenn er reingeht, wie so ein beleidigtes Kind, was so seinen Fehler einsehen soll, dann akzeptiert der Tiger erstmal, wenn er nicht dann wieder faucht. Dann habe ich gesagt, das wird nie passieren. Und da er auch in seinem Statement meinte, es ist nie etwas passiert in Sache körperlicher Gewalt. Es gab auch Situationen, wo er auch auf meinen Kater losgegangen ist, angeschrien hat wie sonst was. Mein Kater hat sich an Ort und Stelle eingemacht. Er hat einfach auf den Boden gekotet vor Angst. Er hat gezittert. Er wusste nicht wohin. Er konnte sich ja auch nirgends mehr verstecken. Ich wusste, wenn Tiger hier bleibt, wird er nicht lange leben. Mir ist auch da schon aufgefallen, dass er nicht mehr so regelmäßig gegessen hat. Da dachte ich mir, er wird nicht lange leben. Allein durch diesen Stress. Immer wenn jemand am Container vorbeigelaufen ist, hat er immer Panik geschoben, sich schon versteckt, angefangen zu zittern, präventiv gefaucht. Und ich habe Simon so oft gesagt, lass dich doch bitte nicht von seinen Fauchen provozieren. Er faucht nicht, weil er aggro ist, sondern weil er einfach Angst vor dir hat. Und immer, wenn ich das irgendwie deeskalieren wollte, die Situation, hieß es, dass ich ihn nicht so in den Rücken fallen soll. Ich wäre ja voll auf Tigers Seite, der Kater lernt nie. Real Talk, wenn das stimmt, ist es schon sehr, 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 sehr hart, weil Unge kam immer so rüber wie so ein sehr tierlieber Mensch. Hey, ich bin Veganer, ich würde niemals ein Tier überhaupt essen, nicht mal Käseladen. Das würde halt so gegen allem sprechen. Und da stellt man sich halt auch die Frage, wie ist er dann mit den anderen Tieren umgegangen, wenn das stimmen sollte. Während sie davon erzählt hat, wie Unge mit den Katzen umgegangen ist, hat sie auch davon erzählt, wie er mit ihr umgegangen ist. Und da wurde auch halt sowas behauptet wie, ey,
Der wäre handgreiflich geworden und es wäre wohl auch Dinge passiert, worüber sie nicht reden möchte, und das wären halt so krassere Dinge gewesen. Und die nächsten 10 Minuten ging es einfach darum, dass er sich halt immer mehr von ihr distanziert hat, es immer so ein Hin und Her war, mal wollte er sie, mal wollte er sie nicht, und dann gab es auch wohl Streitereien, wo er gesagt hätte, ey, buch dein Ticket und geh nach Deutschland zurück. Und er wollte sie einfach, abschieben, einfach Madeira-Chef. Dann war aber irgendwann wieder alles gut. Und dann hat er sich irgendwann von ihr stark distanziert. Und da hat er auch Schluss gemacht. Und obwohl er mit ihr Schluss gemacht hat, hat er irgendwann gesagt, ey, ich würde dich voll vermissen. Allein wenn ich daran denke, ich heule wieder Kisten, drehe in mein Kissen. Und ganz komisch, Bro. Laut ihren Worten hätte er nach der Trennung versucht, sie warm zu halten, aber hat währenddessen schon eine andere gehabt. Heißt, sie auf irgendeine Art und Weise betrogen. Und was auch noch sehr wichtig zu erwähnen ist, am Ende ging es auch darum, dass gesagt wird, ey, Unge ist der Grund gewesen, warum Aiblali nicht mehr auf Madeira ist. Wenig später gab es von Unge Antworten auf Twitter und da hat er Folgendes gesagt. Rachel hat nun endlich das Video gepostet. Nicht alles ist gelogen. Wie schon im Vorfeld geschrieben, hatte ich gesagt, dass es auch von meiner Seite aus Fehler gab. Aber es wird in ihrem Video wirklich sehr stark Realität mit massiver Übertreibung vermischt. Weiß noch nicht, ob ich dazu ein Video machen möchte, aber Menschen glauben, was sie wollen, und das ist halt das Problem an so öffentlichen Schlammschlachten. Die veröffentlichten Screenshots aus privaten Chats hätte man sich meiner Meinung nach sparen können, wenn man dann so viele Dinge behauptet, die durch keine Belege, Beweise gedeckt sind. Private Fotos von Wohnung und Freunden hätten auch nicht sein müssen. Noch eine Sache, die mir wichtig ist, würde ich gerne noch vorab anmerken. Das Thema mit der Katze erfüllt hat den Zweck, negative Emotionen zu erzeugen, weil es nicht genug Dinge gab, die zwischen uns vorgefallen sind. Tierquäler mag niemand, und wer denkt, ich hätte ihre Katze so behandelt, wie sie es darstellt, liegt falsch. Ich bin mein Leben lang mit Hunden und Katzen aufgewachsen und solche Dinge möchte ich mir nicht unterstellen lassen. Der Kater hat so zu funktionieren, wie ich möchte. Wenn es nicht so ernst wäre, würde ich hier am liebsten einfach nur ein Lach-Emoji posten. What the fuck, als ob ich so reden würde. Er hat einen Koffer auf meinen Kater geschmissen. Hätte ich einen Koffer auf den Kater geschmissen, wäre die Katze tot. Wie kann man so einen Unsinn reden? Also kurz zum Verständnis. Ich habe ihre Katze angeblich gequält, aber sie schreibt einen Jahr weiterhin in den Chat, weil es ihr dann doch nicht so wichtig war, wie ich die Katze behandelt haben soll. Macht voll Sinn. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, werde ich versuchen, diese zu beantworten. Zu Aiblali kommt noch was Eigenes. Dazu möchte ich erstmal noch nichts sagen. Ja, danach kamen noch einige komische Sachen. Also erstmal sagt er würde jetzt ein Lach-Emoji machen, wenn es nicht so ernst wäre. Aber macht dann so Witze darüber, dass er die Katze angeblich gequält haben soll. Und ich weiß nicht, ich finde, da hätte man ein bisschen ernster sein können. Abschließend kann ich dazu nur eine Sache sagen. Wir wissen nicht, was stimmt und was nicht. Es gab jetzt einfach nur Chats, die das belegen sollen. Nur das Ding ist, es wird glaubwürdig, weil diese Chats halt auch zu dem Zeitpunkt da waren. Aber keine Ahnung, Bro. Ich würde jetzt nicht einfach mich auf einen Unge stürzen, wenn ich jetzt nicht diese ganzen wirklichen Bestätigungen habe oder wenn ich noch nicht seine Sicht gehört habe. Ihr könnt trotzdem eure Meinung in die Kommentare schreiben, wen ihr mehr glaubt und wem nicht. Und falls euch dieses Video gefallen hat und ihr weitere Zusammenfassungen zu aktuellen Themen möchtet, dann lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und damit das Ganze hier einen Mehrwert hat, Free Palestine.